Wir stellen Ihnen das TEM2 AirPod Make-Up System 2.0 vor. Durch den feinen Airbrush-Nebel, der mit dem AirPod erzeugt wird, kann das Make-Up hauchdünn auf die Haut aufgetragen werden. Damit wird das Make-Up kaum spürbar. Das Make-Up selbst ist auf Silikonbasis aufgebaut. Es ist wasserabweisend und extrem belastbar. Es kann mit jedem handelsüblichen Remover entfernt werden. Hier sehen Sie eine Make-up-Patrone, wie sie im AirPod verwendet wird. Die Patronen gibt es mit verschiedenen Füllungen: Foundation, Camouflage, Highlighter und Blush. Foundation wird verwendet für Grundierungen. Camouflage wird verwendet, um irgendwelche Hautunreinheiten auszugleichen. Highlighter werden verwendet, um irgendwelche Partien oder Gesichtszüge aufzuhellen. Blush wird verwendet als Rouge oder um irgendwelche farblichen Töne aufzubringen. Wir empfehlen vor dem Einsatz des AirPod Make-up Systems, die Haut mit Silikonbasis vorzubereiten. Die Basis wird hierbei dünn auf die Haut aufgetragen. Das hat den Vorteil, dass der anschließende Make-up-Auftrag jederzeit verändert werden kann, notfalls auch mit Schwämmchen. Bevor Sie mit dem AirPod-System loslegen, entfernen Sie bitte die Schutzaufkleber. Schütteln Sie die Kartusche kräftig. Betätigen Sie anschließend die Mechanik am Ende der Kartusche hin und her und öffnen dann den kleinen Verschluss am Ende der Kartusche. Stecken Sie das Netzgerät am Kompressor an. Jetzt wird die Pistolenhalterung aufgesteckt. Nun wird der Schlauch am Kompressor und an der Pistole angesteckt. Die Kartusche ist bereits geschüttelt, der Verschluss geöffnet. Nun kann die Kartusche aufgesteckt werden. Der Kompressor wird am Druckknopf an der Oberseite eingeschaltet. An der Vorderseite des Kompressors kann der Druck mit einem Drehknopf reguliert werden. An dieser Demo sehen Sie, wie stark das Make-up deckt, obwohl immer nur ein hauchdünner Make-up-Nebel aufgetragen wird. Der Vorteil bei dieser Technik ist, dass die Pigmente nebeneinander liegen. So wird das Make-up kaum spürbar auf der Haut sein. Das AirPod-System wird nicht nur im Gesicht angewendet, es kann am ganzen Körper eingesetzt werden. In dieser Demonstration sehen Sie, wie zum Beispiel Altersflecken an der Hand behandelt werden können. Zuerst wird auf die Haut Silikonbasis aufgetragen. Dann wird die Foundation hauchdünn auf die Haut aufgenebelt. Sehen Sie den Unterschied zwischen der behandelten und unbehandelten Hand. Sie finden in der Kappe der Kartusche ein Reinigungstool.
Wenn Sie diese Kartusche nicht mehr benötigen, verschließen Sie das Käppchen an der Rückseite der Kartusche. Mit dem Reinigungstool können Sie die Vorderseite bzw. die Düse der Kartusche reinigen. Verschließen Sie die Kartusche. Fertig, das war's. Sollten Probleme beim Spritzbild des AirPods auftreten, können Sie mit dem Reinigungstool in die Öffnung mit dem Gummikäppchen auf der Rückseite der Kartusche die Kartuschenöffnung reinigen. Wir empfehlen, das Schwämmchen von dem Reinigungstool ab und zu mit dem Temptu-Reiniger anzufeuchten.